Kelheim-Saal ist ein multimodales Güterverkehrszentrum an der Donau- und Main-Donau-Wasserstraße. 1976 wurde der Zweckverband Häfen im Landkreis Kelheim gegründet. Dessen Vorsitzender ist der Landrat des Landkreises Kelheim, Martin Neumeier. Und sein Geschäftsführer, Herbert Engel. Also der Hafen Kelheim hat eine unwahrscheinliche Bedeutung für den Landkreis Kelheim von den Arbeitsplätzen. Wir haben 500 Arbeitsplätze hier, wir haben internationale Firmen hier. Und ich denke, da sind wir, mit diesem Hafen sind wir angeschlossen an die wichtigen Häfen Europas und Deutschlands. Und deshalb ist das für uns sehr wichtig. Die wirtschaftliche Bedeutung des Hafens ist enorm. Etwa 400.000 Tonnen Schiffsgüter werden hier jedes Jahr umgeschlagen. Und hier laufen die Fäden zusammen. In der Hafenverwaltung. Hier wird alles geplant und organisiert. Kein leichter Job für die Mitarbeiter, denn beim Schiffsverkehr ändern sich öfter mal Anlegezeiten oder Ladung. Gern auch mal kurzfristig. Auf dem 85 Hektar großen Gelände kommen Waren aber nicht nur über den Wasserweg an. So wie zum Beispiel dieser Schwertransport, der aus Manching bei Ingolstadt Kelheim erreicht. Dieser Cargo-Loader von Airbus soll über die Wasserstraße zunächst nach Hamburg und dann auf dem Seeweg nach Frankreich transportiert werden. Das ist jetzt eigentlich ganz außergewöhnlich, halt, weil wir keinen Bedarf mehr für den Cargo-Loader haben. Wir haben eine andere Technologie und Frankreich hat auch Bedarf angemeldet und würde ganz gerne dieses Teil wieder zurückhaben. Zur Verladung braucht es zwei Dinge. Erstens Spezialkräne, die diese 96 Tonnen heben können. Und zweitens ein Schiff zum Transport. Die meisten im Hafen Kelheim bringt so etwas aber nicht aus der Ruhe. Auch nicht die erfahrenen Mitarbeiter dieses Spezialtransportunternehmens. Und dann beginnt auch schon die Verladung. Zugegeben, nicht ganz so schnell wie in unserem Zeitraffer-Film, aber die Verladung dauert tatsächlich nur wenige Minuten. Und dann macht sich das Schiff auch schon auf seine Reise. Insgesamt 4 Wochen wird es unterwegs sein. Die Besonderheit bei dem Transport ist die Breite. Straßentransport direkt nach Frankreich fällt flach, weil ganz einfach zu viele Baustellen und zu viele Sachen beräumt werden müssten, was naja, den Kostenrahmen auch immens in die Höhe treiben würde. Darum hat man sich für den Seeweg entschieden. Der Hafen Kelheim ist eine echte Drehscheibe für Güter aller Art, egal wie groß oder klein. Vor allem aber für Autos. Die kommen hier entweder per Binnenschiff aus Ungarn an, etwa 12.000 im Jahr, per LKW aus den Autowerken in ganz Süddeutschland oder auch per Bahn aus Tschechien und der Slowakei. Verantwortlich für den Umschlag der PKW ist die Firma BLG Logistics. Also wir schlagen ungefähr im Jahr 200.000 Fahrzeuge um. Das heißt, die transportieren wir hier von hier zu den Händlern. Wir haben immer so um die 30.000 Fahrzeuge hier im Bestand, am Lager. Und pro Tag verlassen ungefähr 1.000 Fahrzeuge das Terminal hier. Das Ganze auf einer Lagerfläche von über 500.000 Quadratmetern. Das entspricht einer Fläche von etwa 50 Fußballfeldern. Aber die Autos werden hier von BLG nicht nur gelagert, und an Autohändler im gesamten Bundesgebiet weiterverteilt. Also
Also die Fahrzeuge werden hier gewaschen, Fahrzeuge werden hier auf Schäden kontrolliert und untersucht. Es werden hier technische Umbauten vorgenommen, wir bauen Anhängekupplungen, Standheizung ein, ziehen Winterräder auf. Es werden aber auch ganz normal nur Fahrzeuge aufbereitet oder gerade in dem Feld bei Privatkunden lackieren wir viele Fahrzeuge oder bereiten Oldtimer auf und setzen Oldtimer in Stand. Die Auftraggeber von BLG sind vielfältig. Also überwiegend sind das Fahrzeughersteller und Fahrzeugimporteure, aber wir arbeiten auch viel für Autovermieter, für Leasingfirmen, für Banken unserer Großkunden, BMW Bank, Audi Bank, sowas. Aber wir arbeiten eben auch viel für Privatkundschaft und Händler hier in der Umgebung. Und gerade in dem Bereich Privatkunden haben wir in den letzten Jahren Zuwächse, unter anderem eben durch Oldtimer, wo wir viel Oldtimer instand setzen, lackieren, aufbereiten. Der Hafen Kelheim ist aber nicht nur ein Umschlagsplatz, sondern auch ein Produktionsstandort. Die Firma Göttler besteht aus mehreren Firmen. Die ursprüngliche Firma Göttler GmbH ist gut 50 Jahre alt, war vorhin in Kelheim und ist jetzt hier im Hafen in Kelheim umgesiedelt. Und wir haben selber ca. 60 Mitarbeiter, mit allen Nachunternehmen, die wir einsetzen, beschäftigen wir ca. 120 Leute. Ob Stahl, Edelstahl oder Aluminium, bei der Göttler Group bekommen Kunden alles aus einer Hand. Von der Planung über die Fertigung bis hin zur Montage. Alle Formen von Stahlbau, in letzter Zeit auch größere Teile, Stahlverbundbau. Wir machen im Anlagenbau Silos, Rohrleitungen, Behälter, drucklos. Und genauso vielfältig wie die Leistungen, die die Göttler Group erbringt, sind auch die Kunden des Unternehmens. Wir haben große Anlagenbauer, die international tätig sind, für die wir Unterstützungskonstruktionen für ihre Anlagen bauen. Wir haben große Baufirmen als Kunden und auch kleinere Firmen, die mal eine Halle brauchen. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr viel im Anlagenbau tätig, auch hier in den Raffinerien. Und mit den Silos, auch hier in den umliegenden Firmen, die halt einfach Lagerkapazitäten brauchen. Dass die Göttler Group ihren Standort 2001 in den Hafen verlegt hat, bringt für das Unternehmen einen enormen Vorteil. Der Transport von großen und überbreiten Stahlteilen muss häufig über den Seeweg erfolgen. Und selbstverständlich stammen die großen Stahlbehälter am Hafen auch von der Firma Göttler. Die gehören der Firma TKB, deren Lagerflächen sich am westlichen Ende des Südkais befinden. Auf insgesamt 55.000 Quadratmeter, davon 15.000 gedecktes Lager und 8.000 Kubikmeter Siloraum, lagert hier so ziemlich alles, was per Schiff den Hafen Kelheim erreicht. So wie dieser Stahl, der aus Bulgarien kommt und von hier aus ins gesamte Bundesgebiet geliefert wird. Wir haben zwei Seiten, von denen wir erreichbar sind. Das eine ist die Seite von, über den Main-Donau-Kanal oder vom Main-Donau-Kanal aus dem Rhein-Schifffahrtsgebiet und das andere ist die komplette Donau. Vielleicht zur Dimension, die Donau hat hier 2400 Kilometer. Der Schiffsweg bis Rotterdam sind nur 1100, das übersieht man gerne. Es kommt aus beiden Seiten, kommen, man kann jetzt sagen so 50-50 mal 60-40. Es kommt aus den Ländern an der unteren Donau sehr viel und auch aus dem Schwarzmeerraum. Ja. Prinzipiell lassen sich die Waren, die hier umgeschlagen werden, in zwei Gruppen einteilen. Das ist zum einen Massenstückgut, sowie der Stahl oder auch loses Material, das in sogenannten Big Bags angeliefert und verstaut wird. Und zum anderen ist das Schüttgut, wie dieses Düngemittel, das aus Ludwigshafen seinen Weg in den Hafen Kelheim gefunden hat. Das wird entweder in solchen Silos gelagert oder aber in einer der riesigen Lagerhallen. Und von hier aus geht das Düngemittel dann über die Straße in die umliegende Landwirtschaft. Zum Schüttgut gehören aber auch andere Stoffe, wie zum Beispiel das Bentonit, das hier in großen Bergen unter freiem Himmel gelagert wird. Das Geschäft mit dem Löschen von Schiffen ist zwar noch das gleiche wie vor 50 Jahren, geändert
hat sich aber trotzdem so einiges. Nur in den Anfangsjahren war es mehr ein Geschäft, ich sag mal Ex und Hop. Die Waren sind gekommen, sind gegangen. Es sind größere Tonnagen gemacht worden. Allerdings die Wertschöpfung an den Standorten war geringer. Heute sind die Lagermöglichkeiten, die Verteilfunktionen weitaus mehr. Und eigentlich ist die Wertschöpfung heute trotz geringerer Mengen deutlich höher geworden. Die Kräne gehören zwar dem Hafen und auch die Kranführer sind beim Hafen angestellt. Gemietet werden Mensch und Maschine, in den allermeisten Fällen von der Firma TKB. Dass im Hafen jederzeit alles im Schuss ist, dafür sorgen die Mitarbeiter des Hafens. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben besteht darin, die 5 Kräne instand zu halten und zu warten. Diese Kräne sind für den Hafen immens wichtig. Sie verfügen über bis zu 45 Tonnen Tragfähigkeit. Sie sind sozusagen das technische Herzstück des Hafens Kelheim-Saal. Denn ohne sie läuft so gut wie nichts. Denn nur durch diese Kräne können alle Waren und Güter vom Schiff auf die Straße oder die Schiene verladen werden. Und das funktioniert in alle Richtungen. Und für den Bahnbetrieb sind die Mitarbeiter des Hafens übrigens auch zuständig. Viele Aufgaben, viele Möglichkeiten. Der Hafen Kelheim-Saal.